Prost! Ah, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Jetzt ist der Bieranstieg erledigt. Die Leute sind alle glücklich, jeder kriegt jetzt sein Bier. Vor allen Dingen ist mir wichtig, dass ich auch eins hab. Man sitzt in dem Beruf natürlich sehr viel im Auto. Also man sitzt eigentlich nur. Man sitzt im Büro, man sitzt im Auto, man sitzt im Wirtshaus und man sitzt auf dem Wirtszeit gar nicht durch. Ja, wenn du kein Kampf noch nicht kommst, dann scheiße. Ja, genau. Muss ich auch noch mitdringen. Heute geht die Reise nach Ehring. Da ist heute der Ehringer Kirter. Und da werden wir jetzt in Kürze das Standkonzert am Marktplatz haben und anschließend den Festzug ins Festzelt und dann den Bieranstich. Man unterstützt ihn natürlich in erster Linie mal mit dem typischen Festinventar, also Bestuhlung, also Garnituren, mit der gesamten Schank- und Kühltechnik, mit Krügen, alles, was man halt letztendlich braucht, um ein Bier auszuschenken und um die Gäste zu platzieren. Biermarsch! Jawohl! Ah, so, die erste Masse vom Ehringer Kirter, zum Wohle, Prost beieinander. Das Highlight des Jobs ist es natürlich, dass man durch die Tradition, durchs Bier, durch die Stimmung einfach ein unglaubliches Feedback gibt. Von Dingen erleben, die man sonst, glaube ich, in einem normalen Job nicht hat. Also, es ist einfach eine schöne Sache, wenn du mit Leuten beieinander bist, die einfach ihre Freizeit genießen, indem das bayerisches traditionelles Bier trinken. Und die dort zu begleiten, ist einfach eine schöne Sache. Und das gefällt mir gut. Es hat alles funktioniert. Das Brauereigespann war da, das Bier war da, das Holzfassel war kalt, die Schanktechnik läuft, die Leute sind begeistert von dem Bier. Und ja, und jetzt trinken sie nächstens und freuen sie. Und das kann man eigentlich sagen, ist ein gelungener Tag. Und deswegen macht man das. Genau.